Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX plant jetzt auch mit Wegwerf-Starship. James Webb wieder im Einsatz. Sierra Space sprengt absichtlich Raumstationsmodul. SpaceX absolviert 200. erfolgreichen Falcon 9-Flug. Das nächste große Ding in der Astronomie, das Nancy Grace Roman Space Telescope, absolviert einen Meilenstein. Die NASA schickt ihren ersten kommerziellen Lander jetzt doch ganz woanders hin. Ja, und wir erwarten den 33 Triebwerkstest von SpaceX Starship Booster 7 in den kommenden Tagen. Ja, es wäre der stärkste Raketentest, der je durchgeführt wurde. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, jetzt erstmal die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, den 31. Januar, hat SpaceX seine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Startzeit war 17.15 Uhr MEZ und auf dieser Mission gab es eine Rideshare-Mission. Neben den 49 Starlink-Satelliten flog das SpaceTAC Electric Elena von D-Orbit in den erdnahen Orbit. Auch der Booster ist erfolgreich gelandet, es war sein 7. Flug. Am Donnerstag, den 2. Februar um 2.58 Uhr, also nachts bei uns, startete SpaceX seine Falcon 9 vom Startkomplex 39A im Kennedy Space Center in Florida. Und zwar mit 53 Starlink-Internetsatelliten. Es war der 200. Flug einer Falcon 9 seit dem Erstflug 2010. Glückwunsch SpaceX, aber vor allem Glückwunsch Falcon 9. Für den eingesetzten Booster war es der 5. Start und die 5. Landung. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, in der aktuellen Technik-Episode über die Flugroute des ersten Starship-Orbitalflugs, ja, da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Ich sag bei Minute 8, dass das Starship zwischen Australien und den Philippinen hindurchfliegt. Gemeint war natürlich Indonesien. Darf man auch niemandem erzählen, dass ich Erdkunde-Leistungskurs hatte. Grüße gehen raus an meine damalige Erdkundelehrerin Frau Klein. Das Video ist trotz dieses Fehlers nach noch nicht mal einer Woche eines meiner erfolgreichsten. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, am James Webb gab es einen Softwarefehler, der eines der Instrumente des 10 Milliarden Dollar teuren Observatoriums temporär lahmlegte. Genauer, am Sonntag, den 15. Januar, trat beim spaltlosen Nah-Infrarot-Spektrographen ein Kommunikationsfehler auf, der eine Zeitüberschreitung in der Flugsoftware verursachte. Als Ursache für diesen Fehler wurde jetzt kosmische Strahlung ausgemacht. Diese Art von Störung von elektrischer Hardware, die ist im Weltraum gar nicht mal so selten. Ein Grund übrigens, warum man Flugsteuerungssysteme mehrfach redundant auslegt. Nach dem Neustart des Instruments läuft nun aber wieder alles normal und es können weitere Beobachtungen unternommen werden. Keine 10 Milliarden Dollar, aber etwa 4 Milliarden Dollar soll das nächste große Ding der Weltraumastronomie kosten. Das Nancy Grace Roman Teleskop der NASA. Das ist zwar auch doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt, wird aber ähnlich wie James Webb dann doch sein Geld wert sein. Mit den Bildern werden wir vielleicht nicht so spektakulär weit in die Vergangenheit schauen können wie mit James Webb, aber mit seiner Spezialisierung als Großbereichs-Infrarot-Teleskop soll das Nancy Grace Roman helfen, die Raumzeit zu vermessen und so Aufschlüsse über die Ausdehnung des Universums geben. Die National Academies of Science, Engineering and Medicine in den USA hat 2010 ein Teleskop mit den Fähigkeiten von Nancy Grace Roman als oberste Priorität in der astronomischen Forschung für das nächste Jahrzehnt empfohlen. Unserem Discord-Mod Roman zu ehren, jawohl, hat die NASA dem Teleskop den Spitznamen und Twitter-Account Roman gegeben. Okay, vielleicht habe ich hier etwas geflunkert, aber nicht geflunkert ist, welche großen Meilensteine hier erreicht wurden. Wie die NASA auf dem Twitter-Account des Teleskops bekannt gab, wurde der Haupt- und Sekundärspiegel von Roman zusammengeführt. Wenn alles gut läuft, soll Roman 2027 mit einer Falcon Heavy ins All fliegen. Also das Teleskop, nicht unser Discord-Mod Roman. Positioniert werden soll Roman in der Nachbarschaft von James Webb am Erdsonnen-Lagrange-Punkt 2. Ein trauriges Jubiläum gab es am 1. Februar. Genau 20 Jahre ist es nun her, dass die Raumfähre Columbia beim Wiedereintritt über den USA auseinandergebrochen ist. Ein Stück Schaumstoffisolierung hatte während des Starts die Vorderkante des Space Shuttle Orbiters beschädigt, was dann beim Wiedereintritt zur Katastrophe führte. Zwar wurde das Space Shuttle unter Auflagen wieder in Dienst gestellt, ja, um die internationale Raumstation ISS fertigzustellen, aber die Raumfahrt sollte sich für immer verändern. Wie Eric Berger von Ars Technica zu dem Thema schreibt, wurde die NASA mit Apollo 1 im Jahr 1967, mit Challenger 1986 und Columbia 2003 alle zwei Dekaden von einer Katastrophe erschüttert. Jede Generation wurde durch einen verheerenden Unfall erschüttert und er hofft, dass die aktuelle Generation diese Lektion nicht lernen müsse. Raumfahrt ist und bleibt technisch hochkomplex und potenziell sehr gefährlich.
Es darf sich hier keine Routine und kein falsches Sicherheitsgefühl einschleichen. Das Thema ausführlich diskutiert haben die Woche Karin und Toni auf Mondgeflüster. Link findet ihr unter dem Video. Hashtag TeamSpace. Während man in der Sowjetunion und den USA in der Raumfahrt tragische Rückschläge zu beklagen hatte, ist die noch junge chinesische Raumfahrt bisher von Crewverlusten verschont geblieben. Während sich ebenso Indien aufmacht, Menschen in den Weltraum zu schicken, gibt es in Europa immer wieder Diskussionen, ob man es nicht auch versuchen sollte. Wie die Woche bekannt wurde, hat die Exploration Company in einer Finanzierungsrunde gerade 40 Millionen Euro eingesammelt, um ihre Raumkapsel Nix zu entwickeln. Ich habe mit der Gründerin von The Exploration Company und der ehemaligen Airbus-Managerin Helene Hüby ein sehr interessantes Interview zu dem Thema geführt. Das Interview verlinke ich dir in der Beschreibung. Nach dem Vorbild von SpaceX möchten Helene Hüby und die Exploration Company mit Investoren und staatlichen Aufträgen erst den Frachttransport und dann auch den Transport von Crew angehen. Ein verkleinerter 30 Kilogramm Prototyp mit dem Namen Bikini, in Anspielung auf die Dreiecksform, wird zum Test des Hitzeschilds auf dem Erstflug der Ariane 6 mitfliegen. Das Raumschiff wird aber launcher-agnostisch entwickelt und kann so auf einer Vielzahl von Trägern gestartet werden. Helene Hüby, inspirierende Frau, Interview wie gesagt in der Beschreibung unbedingt anschauen. An Raumstationen, zu denen die Nix-Kapsel von der Exploration Company fliegen könnte, wird es nicht mangeln. Aktuell sind 2 dauerhaft bewohnte im All und in den nächsten 10 Jahren sollen ja mehrere kommerzielle Betriebene hinzukommen. Für das Orbital Reef von Blue Origin hat Sierra Space gerade einen weiteren Zerstörungstest eines aufblasbaren Moduls durchgeführt. Dass die Technologie grundlegend funktioniert, hatte schon das Beam an der ISS gezeigt. Das wurde bereits 2016 gestartet und wurde von der NASA gerade für einen möglichen Einsatz bis 2028 zertifiziert. Sierra Space, bauen die nicht auch den Dream Chaser? Richtig. Der wird seinen ersten Flug mit dem zweiten Flug der Vulcan-Rakete von ULA absolvieren. Und wie der Twitter-Account von dem vermutlich coolsten Raketen-CEO Tory Bruno verrät, scheint alles auf Kurs für den Erststart der Vulcan, obwohl es noch kein gesichertes Startdatum gibt. Interessant, dass ULA die Vulcan als Rapid Response fähig vermarktet. Die Rakete ist also in der Lage, in kurzer Zeit einen Nutzlast zu starten. Laut Tory Bruno dauert es von Beginn der Montage der Rakete bis zu einem Start 11 Tage. Eine weitere schöne Grafik hilft mir, Menschen, die Raumfahrt für eine riesen Umweltsauerei halten, ja auf den Boden der Tatsachen zu holen. Hier setzt ULA die Treibstoffersparnis durch GPS-Satelliten in Relation zu unterschiedlichen Verkehrssektoren. Wäre natürlich schöner, wenn da CO2-Äquivalente angegeben wären und man auf den Einsatz von Fantasieeinheiten wie Gallonen verzichtet hätte. Aber man muss das ein bisschen in Kontext setzen. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass Tory Bruno fließend metrisch spricht, soll die Grafik ja an Amerikaner gerichtet sein oder Amerikaner ansprechen und nicht unbedingt uns Europäer. Zweiter Vulcan-Flug, wie gesagt Dream Chaser. Der erste Flug wird den Peregrine-Mondlander von Astrobotic zum Mond schießen. Astrobotic teilte am 25. Januar mit, dass es die Tests des Landegeräts abgeschlossen habe und auf grünes Licht von ULA warte, um das Raumfahrzeug zur Startvorbereitung nach Cape Canaveral zu schicken. Einen gesicherten Starttermin gibt es also noch nicht, jedoch kennen wir jetzt das Ziel des Landers. Die NASA kündigte am 2. Februar an, ja, dass die Peregrine Mission von Astrobotic eine Landung in der Nähe einer Region namens Gruthusian Domes am nordöstlichen Rand des Ozeans der Stürme auf dem westlichen Teil der erdzugewandten Seite des Mondes machen wird. Mit an Bord unter anderem eine Zeitkapsel von DHL und der vom DLR entwickelte Strahlungsmesssensor M42. Ja, genau, das war der auch in Soa und Helga mit Artemis 1 um den Mond geflogen ist. Da muss ich Thomas Berger vom DLR unbedingt mal fragen, wie das Experiment eigentlich ausgegangen ist und ob wir bei einem Deep Space Flug alle an Krebs sterben würden. Apropos DLR. Es hat nicht sollen sein. Vor einem Monat habe ich mir die Aufgabe gestellt, bis Mitternacht am 31.12. den YouTube-Account des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu überholen. Ja, zu dem Zeitpunkt war Senkrechtstarter 4000 Abos vom DLR entfernt. Ganz schön optimistisch. Auch wenn der Abstand kleiner geworden ist, habe ich es leider nicht geschafft. Dafür gab es auch für das DLR durch die Aktion einen kleinen Push und der Kanal vom DLR ist mittlerweile über die 50.000 gekommen. Glückwunsch an das DLR, aber vor allem an das Social Media Team vom DLR. Ja, die Aktion war übrigens nicht abgesprochen, sondern ich fand es einfach eine lustige Idee und habe die da, glaube ich, ein bisschen unter Feuer gesetzt. Ja, und ein Ziel haben wir ja mit der Challenge erreicht. Wir haben gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für das Thema Raumfahrt geschaffen. Hashtag Team Space. Wenn wir beim Thema Mond sind,
Meine Episode über die Artemis 3 Mondlandung mit dem Starship kommt sehr gut bei euch an. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Das bringt uns aber zu den SpaceX Starship News. Bevor das Ding zum Mond fliegen kann, muss es überhaupt erstmal erfolgreich starten. Während wir diese Woche vergebens auf einen statischen Feuertest, Static Fire, gewartet haben, könnte die kommende Woche heiß werden. Wenn alles nach Plan verläuft, wäre es der stärkste Raketentriebwerkstest aller Zeiten und er würde das Starship-Programm definitiv ein gutes Stück voranbringen. Dagegen kann folgende Information auf den ersten Blick schnell untergehen. Ja, fast wie beiläufig ist auf der SpaceX-Homepage die Information aufgetaucht, dass das SpaceX Starship 250 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit transportieren können soll. Und zwar in der Wegwerfversion. Einige Kritiker unken jetzt schon, dass mit der vollständigen Wiederverwendung sei eben dann doch schwerer gewesen als gedacht. Dass SpaceX in der ersten Zeit, ähnlich wie die Falcon 9 mit der teilweise Wiederverwendung, nicht vollständig wiederverwendbar geflogen wird, war meines Erachtens aber klar. Mit 150 Tonnen Nutzlast wäre das Starship ja wiederverwendbar bereits die mit Abstand leistungsstärkste Trägerrakete überhaupt. 250 Tonnen ist dann aber doch eine ganz andere Hausnummer. Um das mal in Relation zu setzen, die ISS hat eine Gesamtmasse von etwa 420 Tonnen. Das heißt, mit zwei Starship-Flügen könnte man mehr Masse in den Orbit bringen, als die gesamte ISS auf die Waage bringt. Schon verrückt. Für den ISS-Aufbau, da hatte es 37 Shuttle-Flüge und mehrere russische Proton-Starts gebraucht. Klar, geht es da auch um Volumen, aber I think you get the point. Naja, erstmal muss das Ding überhaupt abheben. Der Chef hat sich jetzt die Triebwerke höchstpersönlich angesehen. Ja, und mittlerweile schützt SpaceX die Triebwerke auch vor der aggressiven Meeresluft. Während an Chip 24 und 25 die Nutzlasttüren offensichtlich für immer verschlossen wurden, finden sich an den Türen von Chip 27 Bänder mit Remove Before Flight. Es wird aktuell spekuliert darüber, ob Chip 27 das erste Starship werden könnte, das eine Nutzlast in den Orbit befördert. Dann natürlich die Starlink-Satelliten. Vielen Dank gehen an Chief für die Aufnahmen aus der Starbase für What About It. Zur Erinnerung, der liebevoll von der Community Pest Dispenser genannte Mechanismus soll das Auswerfen von Starlink Gen 2 Satelliten ermöglichen. Für andere Kunden oder andere Nutzlasten plant SpaceX spezifische Starship-Versionen für die jeweiligen Aufgaben. Apropos anspruchsvolle Aufgabe, SpaceX sucht qualifizierte Ingenieure für ein Crew Starship. Ja. Vielleicht ein Anzeichen, dass es dort bald etwas zu verkünden gibt. Ich denke, wir sind uns da alle einig. Die Starship-Prototypen, die wir bisher in der Starbase sehen, die werden alle niemals Menschen befördern. Das müssen sie aber auch nicht, wenn SpaceX weiter mit dem Tempo neue, weiterentwickelte Systeme produziert und sich ähnlich wie bei der Falcon 9 und dem Crew Dragon Stück für Stück an den verantwortungsvollen Transport für Menschen auch mit dem Starship heranarbeitet, dann wird das die richtige Strategie sein. Bevor wir uns die nächsten Starts ansehen, hier wieder ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitor unterstützen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, da findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter Patreon. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ja, ich lehne mich da wieder weit aus dem Fenster. Näher als der Start des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Wenn die News am Sonntagmorgen, den 5. Februar, erscheinen, steht ein Proton-M-Start von Baikonur an. Gestartet wird ein russischer Elektro-L-Wettersatellit für eine geostationäre Umlaufbahn. Auch am Sonntag, den 5. Februar, möchte SpaceX mit einer Falcon 9 um kurz vor Mitternacht einen Amazonas-Nexus-Kommunikationssatelliten in eine geostationäre Umlaufbahn starten. Startplatz ist Cape Canaveral, Startzeit 23.32 Uhr MEZ. Am Dienstag dann, den 9. Februar, will die russische Roskosmos einen Progress MS-22-Frachter zur ISS schicken. Geplante Startzeit der Soyuz 2.1A von Baikonur ist 14.21 Uhr MEZ. In Indien möchte man am Freitag, den 10. Februar, das zweite Mal seine SSLV zu einem Testflug schicken. Der erste Flug dieser Rakete war am 7. August 2022 fehlgeschlagen. Geplante Startzeit ist 4.48 Uhr MEZ. Und beschließen wird die Senkrechtstarterwoche dann SpaceX am Samstag, den 11. Februar, mit einem weiteren Start von Starlink-Internetsatelliten. Gestartet wird von Cape Canaveral aus und eklig früh um 1 Uhr morgens MEZ.
Wenn es dir wieder gefallen hat, like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Denn nur auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.